Und hallo, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy hier mit etwas, was ich hier gerade mal entdeckt habe. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Ist ein PvP-Spiel, das heißt Omega Strikers. Und zwar ist das so ein, wie soll ich sagen, so ein Eishockeyfeld oder mehr, willkommen zu, wie nennen wir das, dieses Air-Hockey. Hat schon so eine Ähnlichkeit. Willkommen bei Omega Strike, ich heiße Juliette, hört gut zu, wir werden dir im Handumdrehen Tore schießen beibringen. Also hier vorne haben wir jetzt schon mal einen Drehversuche zu bewegen. Hier kann ich mich also bewegen, nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Also wie gehabt, jetzt haben wir hier also ein Objekt. Coole Moves, achte jetzt auf den gelben kreisförmigen Objekt, den wir nennen es Kern. Ja, hab ich, go it. Jetzt kann ich hier natürlich drauf hauen und drauf schießen, bis ich denn hier, also theoretisch einen Punkt. Oh, ich glaube, das war verkehrt rum. Kann auch schnell laufen? Nee, kann ich gerade nicht. Und jetzt aber. Das war ein super Schuss. Das ist jetzt gerade eine Trainingsrunde. Alles zwei können. Aha, ich kann auch noch schlagen. Ist das jetzt nur eine Verteidigung? Oh, das war wieder ein Rückwärtsschlag. Nicht gut, ne? Oh, da muss man echt aufpassen, womit man hinschlägt. Also man kann auch hier diese Spezialattacke nutzen. Wenn ich genau jetzt hier drauf bin. Nein, das ist verkehrte Richtung. Ich kann halten. Okay, Dankeschön. Dann kann ich halten. Einmal schön hier ran und zack und Tor. Nee, scheiße. Oha. Ich kann hier auch noch mal eine schöne Grätsche machen. Was ist R? Aha, mit R machen wir eine super Attacke. Da kommt auch mal ein super Schlag und Tor ist er. Aha, okay. R ist eine, Leertaste ist eine. Okay. Da haben wir die Fähigkeit nämlich gemacht. Jetzt soll ich mich auch noch schlagen, oder was? Okay, da geht's los. Scheiße, ich muss hier aufpassen, dass die R und sowas alles benutze. Nee, den muss ich drücken. Ach du Scheiße. Okay, ich werde natürlich als PC-Spieler ein kleines bisschen Schwierigkeiten haben. Zack, voll auf die Schnauze. Und ab ins Tor geschlagen. Ha! Jetzt will ich eine Runde spielen. Richtig, und los. Okay, oder auch nicht. Aua. Ich kann mich bewegen. Das ist ein Power-Adapter hier, zack, jetzt kriege ich Energie. Also ist wirklich sehr viel los. Und dann schlage ich den einfach mal hier rein, so, hab ein Tor gemacht, Tor, und jetzt geht nochmal auf die Schnauze. Oh, das war verkehrt rum. Geht nochmal auf die Schnauze. So. Kann ich natürlich noch mal Tor machen, wenn ich wollte. Oh, hat nicht geklappt. Auch wieder ein Tor. So funktioniert also das Spiel. Oh, jetzt habe ich natürlich auch einen Torhüter. Ich kann mich nämlich auch nur bewegen können. Hörst du auf damit? Dann schlag doch. Okay, jetzt muss ich natürlich erstmal go at. Hab ich gehalten? Nee, scheiße. Hallo? Ich will auch halten. Oh, achso, ich als Torwart muss anders machen. Okay. Ha, gleich gegen gekontert. Gut. Jetzt. Oh. Ja, guck mal. Tor sogar. Schön, als Torwart kann man also auch Tor machen. Okay, das ist doch schon mal schön. Hallo. Oh, ich kriege einen nach dem anderen Klatsche jetzt hier. Ja, komm. Cooler doch. Nein, nicht verkehrt rum. Oh, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Wir machen. Oh, hallo, ist es gut da?
Meiner. Oh. Jetzt ist gut da. Mit dem komme ich gar nicht zurecht. Der Nerv. Scheiße, verkehrt rum gemacht. Jetzt geh ich hier. Jetzt einfach Scheiß drauf. So. So, das ist wohl meiner jetzt. Missionen. Könnte ich jetzt machen, um vermutlich Münzen zu bekommen. Okay, wollen wir jetzt aber nicht. Wir gehen einfach mal auf Spielen. Jetzt wird ein Spieler gesucht. Das ist wohl jetzt mein Charakter. Und jetzt spielen wir jetzt nochmal eine Runde. Ah ne, ich kann mir jetzt einen Charakter auswählen. Ja, komm her. Den nehmen wir den. Auswählen. So. Schwerfällig. Jetzt haben wir natürlich hier und da und da und jenes. Kann ich mir noch auswählen? Nö, ne? Das wollen wir ja gar nicht. Muss ich jetzt auf Spieler warten? New habe ich genommen. Schwerfällig. Oh, jetzt habe ich gerade ein paar Spieler. Wähle Training. Welchen Training auswählen? Übergänge. Gut, ich bin jetzt also der eine und die anderen sind der Computer oder was ist? Wie läuft das? Oder sind jetzt echte Spieler? Okay, los geht das. Und los geht's. Ich will hier raus. Oh, er hat gehalten. Wirklich jetzt? Nein! Oi! Erstschlag! Komm, hau auf die Schnauze! Passiert nichts. Die haben sich nur gefreut. Okay, los geht's. 3, 2, 1, renn! Und nicht da oben. Ja, ja, ja! Geht doch! 1 zu 1! Läuft! Hier sind Bugs. Freuen uns, ne? Sehr schön, komm, wir machen Daumen hoch. Verdammt, ich muss immer gucken. Aua! Der schießt auf mich! Ja! Guck mal, aber der kriegt ein Tor. Super, wir führen. Ich hau ab. Mein Punkt. Halt fest! Noch nicht! Ja! Der Torwart hat ein Tor gemacht. Komm schon, jetzt ist doch langweilig. Auch spielen. Danke, 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 liebe Leute, danke. Oh Scheiße, er hat mich vertippt. Halt fest! Der schießt! Ja, guck mal! Ganz easy, ganz easy, ganz easy. Der eine oder andere wird sich bestimmt freuen über dieses Spiel. Aber ich bin ja auch überhaupt kein Fußballfreund. Ich habe das nur mal so gemacht, um mal zu schauen, wie das da so ist. So. Und das scheint ja für den ein oder anderen tatsächlichen Liebhaberspiel zu sein. Und kriege ich gerade noch eine. Aber guck mal, die Zeit, also, so geht das Spiel ja 100 Stunden lang, so wie das hier immer aussieht. 4 zu 2. Oh, ja. Nein, hauen doch da rein. Ich auch. Verdammt, hat nicht geklappt. Mit den Power-Ups jetzt gleich. Oh, nicht bekommen. Halt durch. Geh mir. Pass. Pass doch. Nein. Was macht ihr denn? Jetzt gehen wir auf Rückstand auch noch gleich. Pass auf. Ach, scheiße, zu spät wird er angehalten. Ja, komm her. Das war nicht mein Punkt. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob ich mit Spieler spiele. Habe ich gewonnen jetzt oder was? Belohnungen werden geladen. Ich habe bekommen jetzt ein paar Münzen. Und damit kann man sich garantiert irgendwie was kaufen.
ungewertet. Nee, guck mal, da muss man den Saisonmodus, Saisonpass holen anscheinend. Kann man hier wohl ein paar Sachen kaufen. Als Zuschauer beitreten wollen wir ja nicht. Hier vorne gibt es ja den Shop. Gibt's noch nicht. Da ist, kostet mir. Da kann ich den oder die. Hier, guck mal, anderes Kostüm auswählen. Also gibt's ja, achso, das kostet sogar Geld. Das wollen wir natürlich auch nicht. Für dieses Spiel gebe ich natürlich jetzt kein Geld aus. Aber für einen oder anderen dürfte das garantiert interessant sein. Also Leute, was haltet ihr davon? Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Schreibt eure Kommentare, ob ihr es gespielt habt oder nicht. Das würde mich einfach mal interessieren, ob es da auch noch leichter gibt und was noch alles da ist, ob ihr euch das gefällt oder. Bis dahin sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Immer dann denken wir, denn ich fick dann die Foxys und Game over.